Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der eStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends und The Big Picture. Beide erscheinen monatlich. The Big Picture, mehr Überblick über die Weltbörsen und auch ganz klare Indikationen, ob wir long oder short gehen sollen. Beim Dow Jones, der ja wieder sich kräftig erholt hat. Aber die Ost, der eStock Trends, informiert Sie mehr über die Börsen in Osteuropa, die ja ausgezeichnet performt haben in den letzten 2 Monaten. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von eStock TV, Folge 101. Wir haben heute den 3. April und damit wunderschönes Wetter hier in Hamburg. Sie sehen hier die Seite, die mich hier so anglänzt. Das ist die Sonne, die schöne Sonne scheint. Ich hoffe, Sie haben auch so einen wunderschönen Frühlingsanfang. Nun kommt auch eine Frühjahrsrallye, wenn die Sonne schon so schön scheint. In Hamburg hier zumindest heute. Das ist die Frage. Auf jeden Fall sind die, und das ist das Thema heute, die Emerging Markets, die einer der Top-Performer der Welt mal wieder. Also man sollte sie nicht ganz abschreiben, nachdem sie es ja sehr schwer hatten in den letzten 3-4 Jahren. Die Rohstoffpreise waren stark gefallen, davon hängen die Emerging Markets stark ab. Insbesondere Öl und Gas war stark gefallen, da hängt Russland wieder sehr stark von ab, aber auch Brasilien. Aber die BRIC-Länder, also Brasilien, auch Russland, Indien und China, kommen allmählich wieder. Insbesondere Brasilien und Russland sind die Top-Performer der Welt und das sollte man auch mal thematisieren. Das werden wir diesmal thematisieren, genauso wie die Tatsache, dass 10 Börsen aus Osteuropa zu den Top-Performern der Welt zählen. Dazu zählt auch die Moskauer Börse, aber auch die Budapester Börse, die schon im letzten Jahr plus 40% gemacht haben. Auch die Börse Slowakei, die auch schon im letzten Jahr über 30% gestiegen ist, jetzt auch schon über 10%. Und dazu zählt jetzt aber auch neuerdings die Warschauer Börse, die im letzten Jahr noch 20% minus war. Dazu zählen aber auch die baltischen Börsen, die Oasen der Stabilität, die schon im letzten Jahr alle im Plus waren und jetzt auch schon wieder im Plus sind. Also es gibt eine reiche Auswahl an osteuropäischen Ländern, die sehr gut performen, weit besser als der DAX, der immer noch im Minus ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich die Währungen wieder erholt haben. Der brasilianische Real ist relativ stark gestiegen, um 10%, auch der Rubel um etwa 10%, ausgehend von den Tiefskursen, die wir im Januar noch hatten, wo wir ja auch noch einen starken Ölpreisverfall hatten. Also es hängt mit den Rohstoffen, dann kommt nun der Turnaround bei den Rohstoffen, auch bei Gold wird ein spannendes Thema. Ich glaube, da eher eine Konsolidierung momentan noch auf unter 1200, aber im Verlauf dann wieder Richtung 1300, sodass man auch russische Goldaktien, die ich um eStock Trends empfohlen hatte, auch weiter thematisieren sollte. Wir wissen, wir haben ein neues Musterdepot aufgemacht mit russischen Goldaktien, die besonders preiswert produzieren können, auch wegen dem Rubel. An die 500 US-Dollar sind nur die Produktionskosten und 700 die All-In-Kosten. Das ist also international sehr gering. Von daher setzen Sie auf mein neues Musterdepot, aber auch Öl- und Gasaktien kann man jetzt wieder ein Basketball bilden, die um 30-50% schon gestiegen sind. Seit Februar kann man ungefähr sagen, bis jetzt mehr. Und so eine ähnliche Rallye hatten wir ja im letzten Jahr auch an der Moskauer Börse. Ich darf da mal an erinnern, dass wir im letzten Jahr die Top-Börse der Welt bis April war Moskau mit einem Plus von 30%. Die stärkste Währung der Welt war der Rubel mit sogar stärker als der US-Dollar. Damals stieg übrigens auch der Ölpreis von 50 auf 65 US-Dollar. Sie wissen, wir sind jetzt wieder etwas gefallen am Freitag, unter 40 US-Dollar. Nun wird es sehr wichtig sein, wie die nächste Doha-Sitzung einiger OPEC-Länder, Iran wird auch teilnehmen, aber sich möglicherweise noch nicht entscheiden, welche Signale von dort kommen. Am Freitag waren die Börsen wieder ein bisschen konsolidiert. Schauen wir uns mal die Weltbörsen an, aber insgesamt achten Sie weiter auf die Emerging Markets und lesen Sie auch den eStock-Trend. Es gibt jetzt wirklich hervorragende Chancen. 3 Ausgaben per E-Mail kosten ja nur 15 Euro und The Big Picture, wo ich dann die Strategien an den internationalen Märkten und Rohstoffmärkten Ihnen darlege, ob wir long oder short gehen, das können Sie auch schon für 30 Euro im Probeabo haben und 50 Euro nur im Jahresabo für
12 Ausgaben. Monatlich erscheinen diese beiden Börsenbriefe. Und wie gesagt, es lohnt sich immer wieder, jetzt auch einmal auf die sehr stiefmütterlich behandelten Ostbörsen zu achten. Der DAX am Freitag bei 9.840. Ermöglicht wurde diese Rallye natürlich auch durch die Notenbanken. Erst war es Draghi mit seiner Nullzinspolitik, dann ruderte Yellen wieder zurück, sodass wir da auch wieder eine gute Unterstützung haben, liquiditätsmäßig, aber auch die Gewinnentwicklung, sowohl bei chinesischen Unternehmen, stieg um etwa 5% im Januar, Februar, aber auch bei US-amerikanischen Unternehmen. Man erwartet zwar einen Gewinnminus von minus 8%, aber das ist in erster Linie nur der Öl- und Gassektor, der so eingebrochen war, übrigens auch in Russland. Und darauf, auf diese differenzierte Darstellung sollten Sie mal achten, die ich hier ausdrücklich mache. Der DAX bei 9.814 wieder schwach am Freitag, minus 1,71%, erholte sich aber dann auch wieder mit der Wall Street, kämpfte schon mit der 10.000er Marke, wir sind bei 9.814, wir waren um 22 Uhr, wir waren bei 9.794, minus 1,71% geschlossen. Der Eurostoxx auch minus 1,51% bei 2.953, da kommt es drauf an, gehen wir über 3.100, beim DAX gehen wir über 10.200, dann sieht es sehr gut aus für eine Frühjahrsrallye, aber unter 9.600 schon wieder sehr bärisch, Eurostoxx ebenso. Dow Jones sind wir gut nach oben gelaufen, da sind wir schon gar nicht mehr weit von den Allzeithochs entfernt. Bei 17.792 plus 0,61% der Dow Jones, auch dass der Purs war, ist ja über 2.000 oder Nasdaq bei 4.915 schon fast wieder bei der 5.000er Marke plus 0,92%. Das sieht also gut aus. Der Nikkei-Index bei 16.184 war eingebrochen um 3,4% am Freitag, aber in Shanghai sieht es auch schon wieder nach Stabilisierung aus, plus 0,1% bei 3.009, der ist jetzt in etwa da, wo der Eurostoxx ist, also kämpft mit der 3.000er Marke der Shanghai Composite Index in China. Der ETS-Index war am Freitag schwach, minus 1,63%, war auch Öl wieder stark nachgehabt, bei 861 der RTS-Index auf Dollarbasis, der MI6-Index auf Rubelbasis bei 1.856 minus 0,77%, sehr viel schwächer gefallen. Übrigens hat der ein 5-Jahres-Hoch gebildet vor kurzem im März und ein 3-Jahres-Hoch, also im 3-Jahres-Bereich plus 30%, in 1-Jahres-Bereich plus 12%, einer der Top-Performer der Welt. In Rubel, natürlich nicht in US-Dollar und in Euro. Der RDX Index bei kämpft mit der 1000er-Marke jetzt minus 0,35%. Da wartet es, wie gesagt, alles auf die weitere Ölpreisentwicklung. Der Euro und Rubel, hat der Rubel wieder etwas nachgegeben. Der Euro ist gestiegen auf 77,1 plus 1,24% zugunsten des Euros. Und der US-Dollar in Rubel bei 67,68 plus 1,18%. Genauso auch dort. Also leichte Währungsverluste diesmal für Deutsche Anleger. Der Brentölpreis, warum? Weil der Brentölpreis wieder relativ schwach war am Freitag, unter 40 US-Dollar bei 39,15. Da wetten wohl einige nicht so, dass Doha ein Erfolg wird. Und WTI ist sogar bei 36,36 minus 3,71% gefallen, also relativ stark. Gold tut sich momentan nichts, bei 1223 minus 0,82%. Da kann ich mir durchaus nochmal vorstellen, dass wir unter 1200 US-Dollar fallen, aber dann im Verlauf auch wieder ansteigen. Silber ebenso bei 15,05 minus 2,59%. Da kann ich mir vorstellen, dass wir mal unter 15 US-Dollar gehen, dann aber auch wieder auf 16 bis 17 US-Dollar ansteigen. Der Euro US-Dollar bei 1,13. Wir haben relativ schwachen Dollar, das ist eigentlich gut für Aktien- und Rohstoffmärkte. Rohstoffmärkte bei 1,14 fast wieder und bei 1,16, da sieht es so gut aus. Wir haben also relativ schwachen Dollar, ist gut und ja, Bitcoins in Euro sind bei 371, da will die russische Regierung, dass Bitcoins verboten werden. Wir haben einige gute Entwicklung, auch obwohl wir am Freitag eine schwache Börse haben bei Einzelwerten wie Magnitors, MMK, der Stahlwert, der ja auch in meinem Musterdepot ist, plus 6,9% auf 3,9 Euro, auch die X5 Retail Group sollten Sie mal achten, Konsumwert bei 18,45 Euro plus 4,34%, der sich in einer guten Turnaround-Position befindet und einer meiner Favoriten sind ja auch im Ölsektor Sugut Neftegas, die stemmen wir bei 5,8 Euro plus 2% und die Vorzüge bei 5,1 Euro plus 1,2%. Also auch da gibt es immer selektiv Chancen. Nun, kommt nun der Turnaround bei Öl und Rohstoffen, das ist sehr wichtig natürlich für Russland. Doha ist am 17. April mit einigen OPEC-Ländern, Saudi-Arabien, Katar werden teilnehmen, auch Iran, aber Iran wird wohl nicht sagen, ob sie das Öl erhöhen wollen oder nicht. Wir haben immer noch einen kalten Krieg, Syrien, Türkei, Genfer Gespräche, wie werden sie ausgehen? Obama will wieder Truppen an die baltischen Grenzen.
Die Zäune werden dort wieder gebaut. Also es gibt auch immer wieder Griechenland, IWF Griechenland wieder zu Reformen zwingen. Es gibt weiter spannende Themen, auch Brexit wird kommen. Aber wie gesagt, wichtig ist die Gewinnentwicklung. Ich bedanke mich sehr, dass Sie wieder zugehört haben. Wünsche Ihnen so wunderschönes Wetter, wie wir in Hamburg haben, und empfehlen Sie mich bitte gerne weiter. Es gibt wieder Chancen an den Emerging Markets, und seien Sie dabei. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Aktualisierung von Istanbul.